Die Bibel ist eine Sammlung von vielen Büchern, die eine einheitliche Geschichte von Anfang bis Ende erzählen. Aber all diese Bücher wurden in unterschiedlichen literarischen Stilen geschrieben. Ja, stell dir vor, du gehst in eine Buchhandlung und in jedem Gang wird eine andere Art von Literatur angeboten. Es gibt Geschichte, Poesie oder Sachbücher. Und wenn du einen Gang wählst und ein Buch in die Hand nimmst, hast du ganz unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Dinge, nach denen du suchst. Genau, alle Stile sind Literatur, aber sie kommunizieren auf sehr unterschiedliche Weise. Ja, das Gleiche gilt für die Bibel. Wenn du nicht darauf achtest, in welchem Stil sie geschrieben ist, merkst du nicht, wie brillant die einzelnen Bücher sind. Was sind also die wichtigsten Literaturstile in der Bibel? Nun, in erster Linie gibt es die Erzählung. Sie macht sage und schreibe 43% der Bibel aus. Danach kommt die Poesie, die 33% der Bibel ausmacht. Und dann gibt es das, was man als Prosadiskurs bezeichnen könnte, der die restlichen 24% ausmacht. Fast die Hälfte der Bibel besteht aus Erzählungen. Ja, und das ist kein Zufall. Geschichten sind die allgemeinste Form der menschlichen Kommunikation. Unsere Gehirne sind sogar dazu veranlagt, Informationen durch Geschichten aufzunehmen. Und Geschichten sind wirklich unterhaltsam. Warum ist das so? Nun, Geschichten trainieren uns, den scheinbar zufälligen Ereignissen im Leben einen Sinn zu geben, indem wir diese Ereignisse nehmen und sie dann in eine Reihenfolge bringen. Und dann kannst du in ihnen den Sinn und Zweck des Ganzen erkennen. Und was verbindet das alles miteinander? Nun, gute Geschichten haben immer eine Figur, die etwas möchte. Und dann kann der Autor durch diese Figur die großen Fragen des Lebens erforschen, wie wer sind wir oder was ist im Leben wirklich wichtig? Und eine gute Geschichte beinhaltet immer eine Art von Konflikt. Eine Herausforderung, die es zu bewältigen gilt, genau wie in unserem eigenen Leben. Und das zwingt uns, über unsere eigenen Herausforderungen nachzudenken. Darüber, warum es so viel Schmerz oder Enttäuschung in der Welt gibt und was wir dagegen tun können. Und Geschichten enden in der Regel mit einer Art Auflösung, die uns Hoffnung für unsere eigenen Geschichten gibt. Da es sich um biblische Geschichten handelt, zeigen mir die Charaktere, wie ich leben sollte? Ja, eher nicht. Die meisten biblischen Charaktere sind zutiefst fehlerhaft. So wie sie solltest du nicht sein. Aber wir sollen uns selbst in ihnen sehen, was uns dann hilft, unser Leben und unser Versagen aus einer neuen Perspektive zu sehen. Und ohne es zu merken, werden diese Geschichten dich allmählich verwirren und deine Sicht auf die Welt, auf andere Menschen und auf dich selbst verändern. Nun, es gibt verschiedene Arten von Erzählungen in der Bibel. Ja, es gibt historische Erzählungen, aber auch erzählerische Parabeln und kurze biografische Erzählungen wie die vier Evangelien. Wir werden uns all diese in späteren Videos ansehen. Okay, als nächstes kommt Poesie, die ich ehrlich gesagt nicht so oft lese. Da geht's dir wie den meisten Menschen. Aber eins aus drei Kapiteln der Bibel ist Poesie. Warum so viel Poesie? Nun, Gedichte sprechen vor allem durch eine dichte, kreative Sprache, die Bilder miteinander verbindet. Das hilft uns, uns die Welt anders vorzustellen. Gedichte benutzen viele Metaphern, um deine Gefühle und deine Vorstellungskraft zu wecken. Jede Menge ausgefallene Sprache. Aber wäre es nicht einfacher, mir zu sagen, was ich wissen muss? Naja, denk mal darüber nach. Im Leben neigen wir dazu, gedankliche Spurrillen zu bilden. Wir denken in diesen vertrauten, eingefahrenen Bahnen, aus denen man durch Logik oder Argumentation nur schwer wieder herauskommt. Gute Poesie bringt dich vom gewohnten Weg ab und führt dich auf neuen Boden. Raffiniert. Und es gibt verschiedene Arten von Poesie in der Bibel. Es gibt viele Arten von Liedern oder Psalmen. Es gibt die nachdenkliche Poesie der Weisheitsbücher oder die leidenschaftlichen Widerstandsgedichte der Propheten. Der letzte große Literaturstil heißt Prosadiskurs und macht ein Viertel der Bibel aus. Genau, das sind Reden, Briefe oder Aufsätze. Und im Fokus liegt hier der Aufbau einer Reihenfolge von Ideen oder Gedanken zu einem linearen Argument, das eine logische Antwort erfordert. Zum Beispiel, hey, hast du über diese Sache nachgedacht? Du solltest auch überlegen, wie das mit dieser anderen Sache zusammenhängt. Und wenn du das tust, dann siehst du, dass dies das Ergebnis ist. Und aufgrund dieser Schlussfolgerung, deshalb solltest du wahrscheinlich damit aufhören, diese eine Sache zu tun, damit diese andere Sache das Ergebnis ist. Du überzeugst mich also durch Begründung. Ja, Prosadiskurs zwingt dich dazu, logisch und konsequent zu denken und dann etwas Dementsprechendes zu unternehmen. Biblischer Prosadiskurs findet sich in Gesetzessammlungen, in der Weisheitsliteratur und in den Briefen der Apostel. Okay, jedes Buch der Bibel hat also einen literarischen Stil? Nein, eigentlich haben die meisten Bücher einen primären literarischen Stil, wie zum Beispiel die Erzählung. Aber eingebettet in die Erzählung stößt man dann auf Gedichte oder Parabeln oder eine Sammlung von Gesetzen. Jedes biblische Buch ist eine einzigartige Kombination von literarischen Stilen. Und um dieses Buch gut zu lesen, muss ich mit jeder literarischen Gattung und ihrer Funktionsweise vertraut sein? Ja, damit du weißt, worauf du achten und welche Fragen du stellen solltest. Aber bevor wir uns jede Art ansehen, gibt es noch ein weiteres verbindendes Merkmal der biblischen Literatur, das wirklich wichtig und echt cool ist. Und das ist es, was wir als nächstes untersuchen werden.